Hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß, es kam in letzter Zeit kein Video. Aus dem Grund, ich war eben in Salzburg, ich hatte einfach keine Zeit, ein Video aufzunehmen. Ihr wisst bestimmt, wie das ist, wenn man so bei seiner Familie ist und die man unterm Jahr jetzt nicht so oft sieht und man hat einfach keine Zeit, Videos zu machen. Und ja. Jetzt bin ich aber derzeit wieder zu Hause, nicht lange, nämlich nur bis zum Montag nächste Woche, aber ich werde vorproduzieren. Und ja, deswegen wollte ich jetzt ganz, ganz flott den 50-Fragen-Tag machen, nämlich der liebe PixelBattleHD, Link in der Beschreibung, der hat mich getaggt und jetzt muss ich diesen Tag hier machen. Ich wurde schon darum gebeten und ja, also wer den 50-Fragen-Tag nicht kennt, der muss ich 50 Fragen beantworten und ja. Außerdem bin ich auf dem Server Minecraft, Blaze irgendwas. Wenn ihr manchmal so ein paar Geräusche hört, dann ist das mein Bruder, weil der ganz in der Nähe von mir sitzt. Und wie geht denn das? Oh, cool. Ich bin ein Pferd. Ja, wir beginnen auch gleich mal. Erste Frage, wie heißt du? Also ich heiße Thomas. Zweite Frage. Wann hast du deinen YouTube-Kanal erstellt? Also ich habe meinen YouTube-Kanal, glaube ich, am... Nein! Oh, ja. Oh, es geht weiter. Okay, cool. Achso, das ist ja wie bei Mario Kart oder so. Achso, das ist, glaube ich, Arcade von Mario oder so. Ich habe jetzt... dass einige YouTuber haben den Server jetzt schon vorgestellt und ja, habe ich gedacht, ja, mache ich auch mal dann so ein Video. Ja, wann hast du deinen YouTube-Kanal erstellt? Also ich habe meinen YouTube-Kanal, glaube ich, am 2. Oktober erstellt. Oder irgendwann im Oktober dieses Jahres auf jeden Fall. Das war mir jetzt hier ein bisschen zu schwer. Und jetzt. Okay, da muss ich jetzt ganz gut aufpassen. Oh Mann, ist kacke, wenn ich hier live spiele. Mit welchen YouTuber würdest du gerne mal aufnehmen? Also ich würde ganz gerne mal. Mit wem würde ich denn gerne aufnehmen? Also, es gibt da viele YouTuber, wo ich jetzt sage, ja, die sind cool, mit dem würde ich ganz, ganz gerne mal aufnehmen. Aber im Prinzip ist es mir egal, weil für mich ist jetzt zum Beispiel kein Unterschied, ob jemand 10 Abonnenten hat oder 400 oder 500 oder 600.000 Abonnenten, weil es ist doch im Prinzip der gleiche Mensch. Ist doch im Prinzip nichts anderes. Und von dem her habe ich da jetzt nicht, ich will mit dem oder dem aufnehmen. Ich nehme mit dem auf, mit dem es mir Spaß macht und... Ja. Nein! Oh, das habe ich jetzt noch hinbekommen. Dann ist mein Handy jetzt ausgegangen. Dann gehe ich jetzt schnell auf die Gelb rüber. Die Farben wechseln so schnell. Und auf die Orange. Okay. Ja, ich habe gewonnen. Dann... Vierte Frage. Wie viel wiegst du? Also was ich weiß, wiege ich zu wenig. Also ich könnte mich auch mal wieder wiegen, wie ich so aktuell, wie viel ich so aktuell wiege, aber meine Güte, bin ich schlecht. Nein! Wieso fail ich bei dem Sprung? Moment. Ja, also sagen wir so, ich wiege zu wenig für mein Alter, aber wird sicherlich noch mehr und ja. Los. Okay. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist eigentlich Coca-Cola. Ja, eigentlich Coca-Cola, weil ja, das trinke ich eigentlich so nicht am häufigsten. Ich muss sagen, am häufigsten trinke ich doch schon Wasser, aber ja, Coca-Cola ist eigentlich auch ganz okay. Nein! Tot. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, das habe ich erst gestern gegessen zu Weihnachten. Und das ist Geschnetzeltes. Und ja, frohe Weihnachten euch allen. Und ich hoffe, ihr hattet ein besinnliches Fest und ihr wurdet reich beschenkt. Sorry, dass ich kein Video eben machen konnte, aber ich habe es doch schon erklärt. Wie groß bist du? Also ich bin 1,70. Circa 1,70. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sollte mich mal messen. Was ist dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel ist Minecraft. Ja, Minecraft. Wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Also es war so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und zwar da gab es so ein Spiel, das hieß Habbo, und da hatte man dann so, oh mein Gott, die Sounds sind zu laut. Das macht mich verrückt, ja. So, da gibt es so ein Spiel, das hieß Habbo, und das habe ich früher sehr oft gespielt. Und da war ich Xler, also in so einem Retro-Hotel. Und dort, also Xler war so ein Rang, das ist so ein Supporter eben. Und dann war da noch eine, die wurde auch Xler, und mit der habe ich mich dann ein bisschen... Cool, dass er jetzt neu startet. Das muss ich wohl nochmal reingehen. Aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem für euch. Ja, jetzt leckt's, weil alle raus und wieder reingehen und bla bla. So. Jawohl. Auf jeden Fall hat die dann einen YouTube-Kanal gemacht und den Bumshose genannt. Und ich fand den Namen irgendwie sehr, sehr kreativ und auch zugleich so behindert, dass ich den auch irgendwie sowas Ähnliches machen musste. Und den habe ich dann eben Bumsdog genannt. Ja, der Kanal lief auch einigermaßen, muss ich sagen. Also ich hatte schon 50 Abonnenten und das war eben für mich der Wahnsinn. Also es ist jetzt auch noch mit 400 Abonnenten, das ist ja unnormal. Habe ich jetzt schon einige Leute verloren. Also ich kann es verstehen, wenn mich Leute deabonnieren, wenn ich keine Videos mache. Aber im Prinzip möchte ich nicht sagen, dass es mir egal ist, wenn mich Leute deabonnieren. Aber im Prinzip ist es mir egal, weil ich mache das nicht irgendwie, weil ich Abonnenten haben möchte, sondern weil ich Spaß daran habe, dass ich mich einfach hinsetze und nicht nur spiele, sondern einfach Spaß habe und Scheiße laber. Und ich das auch noch toll finde, wenn dann Leute zuschauen und hier irgendwie meine Kacke sich anhören, ja. Also das finde ich ja sowieso schon ziemlich nice. Und mein Handy geht die ganze Zeit aus und jetzt ist schon wieder diese scheiß Pferderennen. Benutze dein Klopapier ein- oder zweilagig? Also ich persönlich benutze mein Klopapier, wenn nicht sogar drei- oder vierlagig. Also für meinen Arsch auch ja nur das Beste. Nee, also dreilagig oder so. Also ich finde das einfach besser, weil stell dir vor, du hast so nur... ich hasse dieses Spiel. Stell dir vor, du hast nur so eine Lage oder so. Und dann rutschst du so ab. Und dann so hast du Scheiße am Finger hängen. Also von dem her lieber dreilagig oder so. Machst du deine Designs selber? Ja, ich mache meine Designs noch selber. Und ich falle hier die ganze Zeit runter. Das regt mich auf. Welche Windows-Version benutzt du? Neben Mac OS X Mavericks nutze ich Windows 7. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier... also ich mag eigentlich alle Tiere so. Aber ich würde sagen so Katze oder so. Katzen finde ich eigentlich ganz süß und so. Ja. Wann hast du das letzte Mal gereiert? Das war 2012. Da habe ich gekotzt auf einer Kirmes. Und ja, aber sonst ist ja immer nur schlecht sein oder so ein Zeug, aber dass ich wirklich reiern musste, nicht, nee. Das muss ich jetzt von hier lesen. Nein, ich habe jetzt nicht so... Wie oft im Jahr hast du Nasenbluten? Wann hatte ich das letzte Mal Nasenbluten? Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Also ich glaube, das war irgendwann mal in der Volksschule oder so. Also in der Grundschule. In Österreich heißt es halt Volksschule. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie oft in der Woche duschst du dich? Ich dusche mich so oft es möglich ist. Und ja.
Ich muss zum Orangen gehen. Schnell, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 16.02. Geburtstag, also in knapp 2 Monaten. Wann hast du Geburtstag? Ich, nur zur Info, da steht mein Handy und ich muss da die ganzen Fragen jetzt ablesen, weil ich weiß nicht. Wo ist die Grün? Wo ist die Grün? Und rüber. Boah. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie behindert bist du? Und ich bin, ich muss sagen, ich bin schon sehr behindert. Ich bin einfach behindert. Da gibt es auch so eine kleine Geschichte, aber die erzähle ich euch mal vielleicht in einem anderen Video mit Aaron und so ein Zeug. Auf jeden Fall, wenn wir hier jetzt gerade an der Stelle sind, dann grüße ich den Kosova. Grüße an dich, Kosova. Und die Sarah, weil die haben gesagt, die soll ich grüßen. Hast du PvP-Skills? Ich finde schon. Aber vielleicht ein bisschen mit dem Bogen oder so. Also ein, zwei Bogenschüsse. Ey. Okay, ich habe das noch nie gespielt, deswegen wusste ich nicht, was ich da jetzt machen soll. Mit dem Bogen kann ich schon so ein bisschen umgehen, aber sonst war es das auch schon wieder. Wie willst du deine... Ups. Wie willst du deine Kinder mal nennen? Ich bin 15, ich mache mir jetzt über Kinder noch keine Gedanken. Vielleicht Hansi und Franzi. Nee, keine Ahnung. Was muss ich da tun denn? PvP? Nee, man muss Hühner töten, cool. Komm her, komm her! Komm her, das ist mein Huhn! So. Komm her. Und... Ey, minus 50%? What? Minus 50%. Die lassen sich einfach nicht töten. Und die Person, die im Hintergrund die ganze Zeit... Was? Die im Hintergrund die ganze Zeit so Geräusche macht. Das ist mein Bruder und der ist ein bisschen behindert. Der will sich aber ja nicht zeigen, sonst hätte ich mit dem schon längst ein Real-Life-Video aufgenommen. Hey! Der stirbt nicht! Kann es ja nicht sein. Leckt hier alles rum. Und mein Handy ist schon wieder ausgegangen. Spielst du ein Instrument? Nee, ich habe ja, eins eigentlich, da habe ich in der Grundschule damals, habe ich mal Blockflöte gelernt, aber jetzt, ehrlich gesagt, nichts mehr, also, das war auch so. Ja, ich kann vielleicht noch so ein Lied auf der Blockflöte oder keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich das Lied jetzt auch noch kann oder so. Das war irgend so ein Weihnachtslied damals, habe ich in der Grundschule mal gesungen, aber... Kein Plan, ob ich das jetzt auch noch kann, aber sonst spiele ich so kein Instrument. Dein Lieblings-Minecraft-Blog? Mein, das ist die Frage Nummer 22. Mein Lieblings-Minecraft-Blog ist entweder das Birkenholzbrett oder der Diamant-Blog. Die finde ich cool. Welche Suchmaschine benutzt du? Also ich benutze die ganze Zeit eigentlich nur Google, weil ich mit Google eigentlich nur... ich verspreche Verbrecher. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Was wollte ich jetzt sagen? Welche Suchmaschine? Ja, ich benutze Google, weil ich kann mich mit Bing und Yahoo und so und ganzen Zeugs, kann ich mich alles nicht anfreunden. Das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich mag einfach die Suchmaschine Google am liebsten. Was war dein allererstes Spiel? Also mein allererstes eigenes Spiel, das war glaube ich Super Mario Bros. Dazu mit meinem Nintendo DS Lite, den ich damals bekommen habe. Und ich glaube, das war mein erstes eigenes Spiel. Was ist deine Lieblingsfrucht? Meine Lieblingsfrucht ist... Ich habe keine Lieblingsfrucht. Ich mag eigentlich viele Früchte, aber ich habe eigentlich nicht so eine Lieblingsfrucht. Wer ist der hässlichste Typ, den du kennst? Also, ich würde da jetzt niemals eine Antwort drauf geben, weil ich hier keine Leute bloßstelle oder sonst irgendwas. Aber kennt ihr diesen Typen in Facebook, diesen Zwiebelsohn? Dieser Typ, der regt mich so dermaßen auf und ich finde den so... extremst behindert und deswegen ist der meiner Meinung nach der hässlichste Typ der Welt. Boah, ich hasse dieses Spiel, weil da kann man einfach nichts machen, muss man das echt so spielen, ey. Unnormal. Springen. So.
Welchen YouTuber magst du gar nicht? Also, ich mag eigentlich. Puh, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Also, ich mag eigentlich alle YouTuber, aber es gibt jetzt nicht so ein. Vielleicht sage ich so ein paar, ja, das ist nicht so meins, aber es gibt jetzt keinen, wo ich sage, ich hasse den oder ja. Weil man kann ja nicht alle YouTuber gucken oder so, aber deswegen heißt es ja nicht, dass man die nicht mag, sondern man findet halt vielleicht die Videos nicht so attraktiv oder was weiß ich. Hast du schon mal etwas geklaut? Ja, also ich habe damals beim Schlecker, wo ich noch in Deutschland gewohnt habe, habe ich mir so ein. Oh, schnell umschalten. So. Habe ich mir so ein Ei gekauft. Für 50 Cent oder was es gekostet hat. Oder 1,50, glaube ich. Und wenn man das ins Wasser gibt, wird draus so ein Dinosaurier schlüpfen und der wird dann im Wasser auch wachsen und so. Also das war kein echtes, sondern nur so ein Plastikviech. Aber ich fand das so dermaßen geil. Ich fand das auf jeden Fall so dermaßen cool und ich wollte das so unbedingt haben. Und wir haben einfach noch 50 Cent oder irgendwie ein bisschen mehr vielleicht noch gefehlt. Und ich wollte das unbedingt haben und dann habe ich mir das geklaut. Aber das war auch schon das Einzige, was ich mal geklaut habe im Geschäft oder so. Ich muss jetzt ganz kurz stehen bleiben. Was hast du für ein Handy? Also ich habe derzeit das iPhone 5S in Space Gray. Dann. Bist du momentan verliebt? Nein. Ich glaube auch nicht, dass wenn ich verliebt wäre, dass das irgendwie auf YouTube gehört. Natürlich, man teilt sein Leben und ich glaube, wenn man so schon ein bisschen länger auf YouTube ist, dann ist das auch ganz okay, wenn man das auch auf YouTube teilt. Aber nein, bin ich derzeit nicht. Außer wir haben so eine süße Babykatze, die bin ich so ein bisschen verliebt, weil die ist so süß. Es schafft einfach keiner, Mann. Was war deine Lieblingsserie als Kind? Also, meine Lieblingsserie als Kind war die Gummibärenbande, weil ich fand das einfach so geil, wie das da begonnen hat. Und so. Ja, das war einfach mega geil. Dann die Frage: Wie bist du in der Schule? Farbe grün. Ich bin ja nicht mehr in der Schule, aber in der Schule war ich eigentlich ganz gut. Also, ich war nicht irgendwie jetzt. Der ist zu schlecht, oder? Nee, ich war eigentlich ganz gut. Was isst du zum Frühstück? Ich esse meistens zu Frühstück. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder tot, aber dafür kann ich dann besser erzählen. Ich schlage immer die ganze Zeit gegen mein Mikrofon, sorry, wahrscheinlich jetzt voll die Störgeräusche. Ich esse eigentlich am meisten Nutella-Brot oder irgend so ein Zini-Minis-Gedöns oder irgend sowas halt. Was ist dein Lieblingsland? Mein Lieblingsland. Mein Lieblingsland. Ich weiß nicht, ob ich so ein Lieblingsland habe, aber ich finde Amerika eigentlich ganz cool und ja, mir gefällt eigentlich Amerika ganz gut. So. Wie kamst du zu deinem Skin? Also ich kam zu meinem Skin durch Nova Skin, bestes sei der. Ja, also viele machen sich den Skin selber, aber ich bin auch nicht so gut im Pixel und so. Und ich dachte mir, ich suche mir jetzt einfach einen Skin, den ich einfach nehme, weil man muss nicht immer was Eigenes haben. Ich habe den Skin jetzt noch nicht so oft wo gesehen und ich dachte mir, den nehme ich jetzt einfach, den finde ich ganz cool, diesen Höhlenmensch und der passt auch zu mir. Weil ich auch in meinem Zimmer so ein Höhlenmensch bin und hier sonst nichts anderes mache, als in meinem Zimmer sitzen und ja, so ein Zeugs halt. Ja, und deswegen dachte ich, er passt ganz gut zu mir und deswegen habe ich den auch genommen. Frage 36. Was hörst du für Musik? Also ich höre eigentlich alles, außer Operngezwitscher, das mag ich eigentlich nicht so. Darauf stehe ich nicht so und eventuell, ja, Schlager ist jetzt auch nicht so meins. Aber meine Mutter liebt Schlager. Was ist das für Musik? Seit wann spielst du Minecraft? Ich spiele Minecraft seit der Beta, glaube ich, habe ich angefangen damals mit meinem Bruder.
Also es muss, glaube ich, die Beta gewesen sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Das war halt noch Anfangszeiten. Das weiß ich noch ganz genau, als ich da angefangen habe. Und ich hatte so tierische Angst vor diesen Zombies, ey. Ich hatte wirklich dermaßen Angst in der Höhle vor Zombies oder irgend sowas. Ja, seit der Beta. Hast du Haustiere? Ja, ich habe 2 Zwergkaninchen und 4 Katzen. Eine Katze von, also wir hatten 5, ist leider vor 4 Wochen circa gestorben. Was ist deine Lieblingstorte bzw. Kuchen? Bananenschnitten. Also ich liebe den Bananenschnitten, den meine Mutter macht, und das ist einfach der geilste Schnitte. Das ist die geilste Schnitte in meinem ganzen Universum. Oh! Immer mich am Anfang, das kann es nicht sein. Ich hau dich gleich. Ja. Oh, ich schlag ständig gegen das Mikrofon, jetzt reicht's dann mal. Also. Welche Haarfarbe hast du? Also, ich habe heute eine Mütze auf, weil meine Haare katastrophal ausgesehen haben. Aber, ich hab, so circa dunkelblond. Ja, so circa. Mein Handy hat gerade vibriert, sorry. Was hast du für ein Mikrofon? Also ich habe das Blue Yeti Mikrofon und das finde ich eigentlich ganz cool. Das habe ich übrigens von meinem Bruder geschenkt bekommen. Weil der hat mir damals... Also der hat selber damals YouTube gemacht und er wird auch irgendwann mal wieder anfangen, aber eher so COD-mäßig. Und er sagte eben zu mir, ich soll es erwähnen, dass das Mikrofon ihm ist. Ja. Glaubst du an Gott? Puh, das ist meiner Meinung nach schwer zu sagen. Ich glaube an was wie Gott, aber nicht, dass es einen Gott gibt. Das muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil ich glaube, dass es irgendwie vielleicht so eine Art Gott gibt, aber nicht so, wie es in der Bibel und so in der Kirche so einen Schwachsinn erzählt wird. Und ja, also ich glaube, es gibt irgendwas Übernatürliches, aber nicht so was, was in der Bibel steht mit, ja, ihr kennt eh die ganze Story. Ja, das ist meine Meinung dazu. Da hat jeder auch eine verschiedene Meinung dazu. Da will ich auch dafür irgendwie nicht gehatet werden oder so. Aber ich, das ist eben so meine Meinung und das sag ich. So, den nehmen wir und... Hey, hey, komm doch da! Oh, jetzt hat er nicht mehr dazu gezählt. Ja. Bist du sportlich? Ich glaube, wenn ich es wollen würde, dann wäre ich schon sehr sportlich, aber ich bin extremst faul und deswegen bin ich jetzt eigentlich eher unsportlich als faul. Und jetzt muss ich wieder die Hühner töten und töte ich jetzt einfach keins. Bist du... Dein Lieblings-Energy-Drink? Mein Lieblings-Energy-Drink ist derzeit Red Bull. Red Bull finde ich eigentlich derzeit ganz cool. Und ja, Rockstar und solche Sachen sind eigentlich auch ganz, ganz gut. Also, ich habe eigentlich mal eine Zeit gehabt, da habe ich nur Energy-Drinks getrunken. Aber ja, jetzt derzeit bin ich eher nicht so auf Energy-Drink-Trip. Ich trinke lieber alkoholfreies Bier. Wo würdest du gerne in den Urlaub fliegen? Ich würde ganz, ganz gerne mal auf die Malediven fliegen. Weil mir die Malediven sehr gut gefallen. Und da würde ich gerne mal hinfliegen. Aber es backt hier noch ein bisschen, kommt mir vor. Also wenn ich die Dinge hier töten möchte, guck, ich schlag die, aber die sterben nicht. Ich bin 25. Ja, das freut mich. Benutzt du Deo und wenn ja, welches? Also ja, ich benutze Deo. Also ich benutze das Deo von Axe. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber halt Axe Deo finde ich eigentlich am besten. Und dann, ja, gibt es auch so Playboy und so ein Zeug. Also das habe ich auch. Und sonst benutze ich so einen coolen Roll-On. Den finde ich eigentlich ein bisschen praktischer als ein Deo, weil er hält auch irgendwie länger. Und ich finde solche Roll-Ons eigentlich ganz cool. Aber das ist ja wieder was anderes als ein Deo eigentlich. Also so ein Roll-On ist doch was anderes.
Welche Gummibären magst du am liebsten? Frage 47. Ich mag die roten hier am liebsten und die weißen. Aber die weißen, die liebe ich ja. Also, die roten und die weißen finde ich echt am allergeilsten. Frage 48. Rasierst du dich? Ja, mein Bruder ist hier gerade neben mir und der lacht schon. Also, das ist echt eine behinderte Frage, aber ich sage einfach ja. Wärst du gerne reich? Also, vielleicht bin ich ja reich. Nein, also... ich bin runtergefallen jetzt. Sagen wir mal so, jeder Mensch wäre einfach gerne reich. Wenn du jemanden fragst, wärst du lieber arm, dann wärst du, glaube ich, lieber reich. Aber ist es nicht eben besser, wenn die Familie gesund ist, wenn du gesund bist, statt dass du einen Haufen Geld hast? Weil was bringt es dir, wenn du zum Beispiel jetzt krebskrank im Bett liegst, aber reich bist. Mein Bruder lacht die ganze Zeit. Hör auf, das ist nicht witzig. 48 oder 49. Schon die letzten. Warte, ich kann mich gerade nicht drehen. Entsperr. Los. So, hier. Ein paar Worte an die Abonnenten. Das ist die letzte und 50. Frage. Danke, Leute, an die ganze Unterstützung, die ihr mir gebt. Immer Kommentare schreibt, immer Likes auf meine Videos gebt. Das ist wirklich, das unterstützt mich sehr und das freut mich auch, weil das ist eigentlich so, ja, ich sage jetzt nicht, warum ich YouTube mache, aber das ist einfach, ich finde das toll, Rückmeldungen zu bekommen und das finde ich eigentlich, ist der Grund, warum man YouTube machen sollte und nicht irgendwie um Geld zu verdienen oder so. Ich habe auch ein Angebot bekommen von einem Netzwerk und das habe ich auch abgelehnt, weil ich brauche das noch nicht. Also nee, ich brauche das einfach noch nicht. Ich brauche noch kein Geld. Ich will auch gar kein Geld jetzt, weil das soll noch Spaß machen und das will ich. Ich will auch nicht, dass es irgendwie anfühlt wie Arbeit, weil ich will nicht gezwungen sein, Videos zu machen. Ich will dann Videos machen, wenn es mir Spaß macht, wenn ich Zeit habe und das soll einfach ein Hobby bleiben. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit, so ein Hobby zu betreiben, vor allem auch YouTube, weil doch das ganze Rendern, Schneiden, Hochladen, bla bla, das nimmt alles extremst viel Zeit in Anspruch. Aber wenn man das wirklich als Hobby bezeichnet, dann macht man das auch gerne und dann ist das auch, ehrlich gesagt, hier echt kein Problem und ich sperre mich jetzt hier ein. Weg da! Weg da! Sorry, du musst sterben. Komm her! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Typi? Ja, das war jetzt eigentlich schon auch schon der 50 Fragen-Tag. Und ich tusche die ganze Zeit am Mikrofon haben. So, ich bin jetzt wieder in der Lobby. Auf jeden Fall sehr, sehr cooler Server. Der steht in der Beschreibung. Also wer da mal vorbeischauen möchte, ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, jetzt muss ich noch drei Leute taggen. Soll ich dich taggen? Möchtest du getaggt werden? Okay, also dann habe ich schon mal eine Person, die ich taggen werde. Und das ist der I'm Destiny. Die getaggten Leute werden alle in der Beschreibung stehen. Ich weiß jetzt nicht sonst, wen ich noch taggen sollte. Aber mir wird das schon irgendwer noch einfallen. Die getaggten Leute stehen in der Beschreibung. Wenn ihr Lust habt, schaut bei denen vorbei. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao!